Willkommen zum nächsten Part of the mit Maru und mir. Nachdem wir gerade einen unschuldigen Spieler getötet haben, laufen wir jetzt wieder nach Clearview zurück, um Action zu machen. Ja. Du. Ich habe nur einen schuldigen Spieler getötet und einen unschuldigen Spieler angeschossen. Hat irgendwas zu trinken in der Tasche? Ah ja. Hier die wichtigen Sachen auf Quickslots ziehen. Du hast ja hier schon ein bisschen alles durchsucht, den Van und so, oder? Ich bin nur auf dich zugelaufen. Rechts hat er dann dieses kleine Häuschen. Warst du hier schon? Nee, ich bin jetzt schon direkt auf dich zugelaufen. Er gefällt mir nicht, der ist zu sichtbar. Jedenfalls Zombies am Anwesen. Naja, an dem, was davon übrig ist, zumindest. Mal zwei auf der Straße. Insgesamt sind es 6 Zombies, 5, die ich sehe. 2 stehen, 3 liegen. Ja. Einen hast du. Der andere steht jetzt auf. Der dritte. Ah, benervt. Water. Juts habe ich Platz für. Jetzt hast Essen bräuchte ich mal langsam. Liegt noch ein Hammer. A note. Du das Note. Hier ist auch noch eine Note. War keine Mauser. Oh. Musste ein Eichhörnchen essen heute. Verdammte Scheiße. Dann da auf dem Zettel. Hey. Ich bin wieder vorne raus aus der Stadt. Also aus dem Anwesen. Da ist noch einer. War ein paar mehr, die rumgelagen sind. Alle haben sie kein Geld. Warte, warte, hier schreibt doch einer. Ah, ne, Global. Stimmt schon. Weil er wieder komplett in Blau schreibt. Wenn du einen Dollar darfst, gleich mehr verpackst, wird es in Blau geschrieben. Die wollen uns. Die riechen uns. Die wollen unser Blut. So, hier sind wir doch schon mal richtig. So, wie viele fiese Leute haben wir denn hier drauf und wie viele mit Geld? Bandit, Bandit. 2 Bandit sind hier drauf.
Shadow Ghost. Smiley. Da rennt einer rechts. Wo? Hinter dem Van jetzt. Da am Stadtrand. Oder ist das nur ein Zombie? Nee, da rennt einer. Ja, der geht auf den Zombie jetzt los. Der jetzt bestimmt. Jetzt an der Straße. Hinter dem Van, wo man rein kann, oder dann noch weiter? Gerade ist er jetzt drauf, hinter dem roten Haus. Ich bin nach rechts gelaufen, weil ich sehe ihn noch nicht wieder. Kommen wir mal ein bisschen näher. Laufen. Jetzt ist er auf den Berg hoch, jetzt wo der Sniper saß. Da sitzt auch noch ein Sniper, wenn du ihn gehört hast. Tot? Nee. Er sich nicht auf uns konzentriert. Lass mal rechts durch den Wald und versuchen auf den Berg zu kommen. Ja. Hier ist ein Russen auf dem Server. Ja, nee, ist komplett EU, ne? Ja, ist EU und deswegen normal. Vielleicht auch gesehen. Ja, aber klar, warum nicht, ne? Spielen wir auch gerne. Ja. Problem ist halt, dass mir diese Zeichen auf den Geist gehen. Bei Spanisch oder Französisch kann ich wenigstens nur sehen, dass es wenigstens Sprache ist. Es gibt ja mehrere Länder, wo aber mit der Schrift geredet wird oder nicht. Also zumindest. Ich weiß nicht, ähnlich. Also ich glaube, dass es noch andere. Ja, gorillisch. Ich glaube, dass es noch andere Länder gibt, die auf jeden Fall solche Zeichen haben. Das ist nicht nur Russisch. Wollen wir von hinten kommen? Ich will auf jeden Fall den Scharfschützen. Der guckt eh in die Stadt. Deswegen hier schön von der Seite. Das müsste sogar reichen. Er wird wahrscheinlich sogar ganz oben sitzen. Wir dürfen uns halt noch nicht verschätzen, dass er jetzt dann doch noch weiter oben. Okay. Da hat sich noch einer das andere gedacht, dasselbe gedacht. Aber vielleicht lernt er sich jetzt da oben hin mit dem Sniper. Auf jeden Fall hier oben auf dem Berg. Haha, nice Sheet there. Fucking Hacker. So, ich glaube einfach, dass sich da mal angeschlichen hat. Aber der Hamato Yoshi war, glaube ich, doch auch einer der Banditen, oder? Ich glaube ja. Ja, und er und der Shadow. Aimbotter. Ach, das kann man in dem Spiel nie wissen. Selbst wenn. In dem Spiel kannst du es nicht wissen. Selbst wenn, in dem Spiel braucht es nicht viel aus. Waffen sind ziemlich. Naja, okay, schon, wenn du immer triffst, ist ja egal, ob auf Kopf oder nicht, sondern du den Gegner immer triffst. Da müsste aber ein ziemlich gut programmierter Aimbot sein, weil du ja Bullet Drop hast. Ich hoffe, er hält ihn noch im Gespräch. Bist du hinter mir noch? Ja, aber ich kann nicht wirklich rennen. Ich hoffe, der eine hält ihn in der Konversation. Er schreibt auf jeden Fall noch mit ihm, er muss. Hinter mir. Hat mich aber auch erwischt. Und das war ein anderer, Helmon. Hat sich angeschlichen, der Arsch. Oh, ich rutsche den Berg runter, wie cool. Oh, ich hab dich fast überholt. Dann kommt Helmon, Arschloch, Ja, wie lange das hin? Wir machen hier einfach einen Cut, damit wir nächstes Mal mit komplett neuen Charakteren anfangen können. Ja. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.